So. Die Karte hätte ich gerne wieder. Die Räume nehmen Ausmaße an. Irgendein Buff ist abgelaufen. Ich weiß nicht welcher. Fakt ist jedenfalls, dass wir eine neue Sau besorgen können. Resistenz ist, glaube ich, was nicht so lange hält, ne? Ja. Hier ist eine Tür. Wir öffnen Tür. Wir machen Tür auf. Oh, eine Tür öffnet viel, viel Wege. Und Tür wieder zu. Tür macht jemand anders auf. Der Imp. Im Augenblick nichts. Oh, wie ihr wünscht, Meister. Der Tiermeister. Der Tiermeister wird sterben. Der Tiermeister hat nicht gekommen. Da ist ein Bär hinter Gittern. Ich werde mein Haus mit euren. Ach, kürz, das kommen sie doch ab. Wie viele Bolzen habe ich noch? Oh, gerade nachgeladen. Mann, der hält ganz schön viel aus. Ich werde mein Haus mit euren Überresten dekorieren. Oh Gott, wie viele sind denn da, bitte? Ich mach die lieber aus der Ferne. Hier können sie mir nichts antun. Ich gehe lieber mal einen Meter weiter. Damit meine Trefferchance hier erhöht. Ergebt euch! Ich sollte auf Geschicklichkeit gehen, wenn ich weiter am Boss nutzen möchte, oder? Oder Stärke. Vielleicht soll ich nochmal einen Punkt in Stärke investieren, damit ich dann halt ordentlich zuhauen kann. Wäre nicht verkehrt. Ja. Also für die Armbrust nutze ich Geschicklichkeitswert und der ist nämlich bei mir nicht ganz so gut. Ergebt euch! Und genau genommen ist es der schlechteste Wert, den ich habe. Vielleicht soll ich auf Stärke gehen, dann kann ich mal mithauen. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Der Hebel macht die Tür auf. Alchemistenfeuer ist eine Art Granate. Die Hebel waren anscheinend das Futter für die Schwarzbären. Hey. Ja. Was? Was habe ich gerade geklickt? So. Cool. Hier ist nichts. Er wollte gerade durch diese Tür hier durchgehen. Das passt. Das geht natürlich. Wofür jetzt hier lang? Das kann ich nicht tun. Im Moment von der anderen Seite verriegelt, scheint die doch in letzter Zeit benutzt worden zu sein. Vielleicht ist sie später unverschlossen. Okay. Interessant, die Bären hätten auch den Hebel drücken können. Sklavengatter. Sklavengatter? Na gut, die goldenen Knolle halten ganz schön Sklaven. Oh. Bitte nicht. Der Imp hat noch mehr entdeckt. Oh, ein Zauber hin. Oh, das hat sich gelohnt. Jetzt zerreißen die Gegner, also ich brauche gar nichts machen. Ja,
Hier scheint es menschliche Sklaven zu geben. Wo die woher kommen? Keine Ahnung, aber ich mach die Tür auf. Abgeschlossen. Nee, nee, hier, gibt's hier einen Schlüssel? Gut, hat sie erledigt. Donna hat die Tür geöffnet. Seid mir gegrüßt. Ihr seid ein Mensch. Den Göttern sei Dank. Bitte, mein Herr, bitte befreit uns von hier. Die Knolle werden uns sonst zugrunde zu richten. Eigentlich könnte ich die Gelegenheit nutzen, um ein paar Treffer zu machen. Ich bin nicht kautisch böse. Es geht auch nicht. Und was bekomme ich, wenn ich euch gehen lasse? Wir besitzen nichts, Fremder. Die Knolle haben uns im Blumenberg gefangen genommen. Alles, was wir noch haben, sind die Lumpen, die wir im Leib tragen. Dann her mit den Lumpen. Heißt das, dass ihr euch befreien werdet? Bitte, mein Herr, lasst uns nicht im Stich. Niemand könnte so grausam sein. Ja, doch, der steht vor euch. Seid ihr wirklich so sicher? Dann sitzen wir ja so fest, bis wir sterben. Ihr seid ein grausamer, böser Mann. Wahrlich, das seid ihr. Seid mir gegrüßt. Wir flehen euch an. Was geht mich das an? Kommt oder verschwindet, mir ist es gleich. Ich glaube, dann werden wir versuchen und müssen die Gelegenheit zu nutzen. Danke, mein Herr, dass ihr uns befreit habt. Bevor wir gehen, müssen wir noch eines wissen. Ist das Dorf Hügelspitze sicher? Es ist die einzige Siedlung in der Nähe des Waldes und nach Blumenberg können wir jetzt nicht zurück. Ich würde euch gerne selbst dorthin führen. Nee, Gottes Willen, dafür habe ich keine Zeit. Es ist mir wirklich gleich, wohin er geht. Verschwindet einfach. Dann müssen wir davon ausgehen, dass Hügelspitze noch steht. Ich kann nur beten, dass es wirklich so ist. Ja, haut alle ab. Geht mir aus den Augen. So. Machen die Tür auf? Gut, dann komme ich da mal hinterher rennen, weil da rechts war ich noch nicht. Dann mache ich hier diesen Weg frei. Wenn ihr alle nach rechts geht, sind die tot. So, wir haben Erfahrung kassiert für die Aktion. Mehr oder weniger. Sie war da, nicht da hinten. Box. Statt die Waffe auszupacken, box ich wirklich, ey. Ich hätte gern Heilertaschen. Wie wär's damit? Ach, leichter Streitpflege. Ein Aventurin kann man verkaufen. Mir ist anscheinend nicht vergönnt, Heilertaschen zu bekommen. Kann ich da wenigstens rasten? Ich habe keine magischen Geschosse mehr. Ich möchte gerne rasten. Ich glaube, ich raste mal hier hinten. Ja, hier geht's. Donnerheld. Das heißt, er hat sich hingesetzt. Yeah. Das ist super. Die Gelegenheit nutze ich mal, um was zu trinken. So, magische Rüstung anlegen. Hat es jetzt gerade funktioniert? Ja, alles funktioniert, ich sehe es. Gut, dann raste ich halt nochmal. Warum sind so meine Zauber gerade ins Nichts geführt?
Ist hier ein Magienlegierungsfeld oder was? Ah. Also ich, irgendwie habe ich nur Probleme heute. Heutzutage mit Bugs und Co. Das ist auch kacke. Warum habe ich immer Probleme? Das heißt, ich kann jetzt nichts zaubern, oder wie? Ey, hätte ich bloß einen anderen andere Spielklasse genommen. Jetzt geht's. Das Tier ist schon sehr wertvoll, also das bringt einiges. So, Patsch. Ergebt euch! Ich werde gleich von drei Seiten angegriffen, das gefällt mir nicht. Hallo! Ja, wie viel darf es denn noch sein? Ich gehe einfach. Machen jetzt Gelegenheitsangriffe auf mich. Was ziemlich blöd ist. Nochmal einen elektrischen oder Säurespritzer auf den Gnoll da. Meine Fresse, diese Geburten, ey, das ist auch schlimm, wie Sau. Hab ich gerade einen Gong gehört? Na, offensichtlich nicht. Ja, mach die Tür doch nicht zu. Oh. Angriff. Oh, da hinten steht noch einer. Treffer. So. Mehr Gold. Eine Truhe. Oh yeah, eine Heidertasche. Und eine plus 1, wenn ich das richtig gesehen habe. Also eine normale, ja. Die sind gut, die kann man nehmen. Also Rasten wird notwendig, so viel sage ich euch. Ohne richtige Regenerationsheilung wäre jeder Versuch tödlich. Ist auch noch weiter. Oh Gott, da geht's ja auch noch weiter. Das wird mich ganz besonders. So, ein toter Wächter. Eine Sense dabei gehabt. Und ein Knollschlüssel. Heilige Scheiße. Alter, das sind schon mal viele Bolzen. Ich glaube, da brauche ich keine mehr. Alter, Tasche plus 1, das ist sogar dreiseitig. Boah, wo haben die ganzen Armbrüste her? Auf jeden Fall habe ich jetzt Bolzen genug. Werde ich wohl im gesamten Spiel nicht mehr brauchen. So.
Ja, 4 Türen. Ein Wächter. Knochen. Ah, das Gefängnis. Hey, Tränke. Was haben wir hier? Nix. Oh, das heißt, das hier ist ein Einweg. Weg. Hier ist auch nix. Und ein Haufen Kobolde. Eine mit Namen. Wir uns nicht tun weh, oder? Wir nur kleine Kobolde. Wir nur wollen fliehen vor bösen Knollen. Bleib, wo ihr seid, kleines Biest, und macht bloß keine Dummheiten. Oh nein, wir machen keine Dummheiten. Wir nichts mal haben Waffen. Wie denn, wir machen Dummheiten? Dann badelt mir ein paar Fragen, und zwar schnell. Ich gerne sagen alles, was ihr wollen wissen. Wer seid ihr und wie seid ihr hergekommen? Wir gehen nach Überfall auf Menschendorf und Gnolle greifen an. Viel Kobolde stirbt oder läuft weg. Aber wir gefangen werden, sie uns bestimmt fressen. Ihr habt Hügelspitze angegriffen? Dann dürfen die Gnolle euer kleinstes Problem sein, Kobold. Ey, halt, halt! Ihr seid wehrlos. Ihr wehrlose Kobolde, nichts tun, weh. Wir euch fliehen an. Diese Betonung ist manchmal echt merkwürdig. Der nennt mir einen guten Grund, warum ich das nicht tun sollte. Wir euch helfen, kämpfen gegen Gnolle? Da Gang entlang. Dort seien Türen zu Häuptlingsraum von Gnolle. Sobald ihr Kampf beginnt, wir rennen hin und helfen kämpfen gegen Häuptling. Wir das machen, dann ihr uns lassen leben? Ah, das ist, glaube ich, immer so eine gute, keine so schlechte Idee. Wir nutzen die einfach aus. Das ist wiederum auch böse. Das kann man so auslegen. Also gut, helfen wir im Kampf gegen den Häuptling, dann bleibt ihr am Leben. Abgemacht. Wir jetzt suchen Waffen und Zeug. Wenn ihr öffnet Tür zu Häuptling, wir rennen hin, sobald wir den großen Kampf beginnen. Also ihr meint, sie sollten uns helfen, den Häuptling zu bekämpfen, Lord? Das sollte uns helfen? Das soll uns also helfen? Wir werden es ja erleben. Nur damit die wissen, Tür nur öffnen von Häuptlingsseite. Ich glaube aber, ihr sicher finden irgendeinen Weg. Bis ihr anfangt, kämpft heute mit Häuptling, wir warten. Ihr viel Glück. Dü, 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 dü. 200 Erfahrung. Wie viel eigentlich bis zum nächsten Level ab? Nicht mehr viel. Also noch 3000 Lebenspunkte. Lebenspunkte. Ja, ja. Du, meine Lebenspunkte, auch ich essen. Es gibt, glaube ich, nur noch einen Weg. Und ich glaube, das ist dieser... Stopp. Nee, das ist, glaube ich, dieser Weg hier. Das kann ich nicht tun. Das kann sie nicht tun. Ja. Nein. Aber ich glaube... dass wir hier rüber können. Und zwar über die Mitte. Über die Mitte. Da können wir bestimmt rein. Boah, wie schnell die Zeit vergeht. Ich mach die Folgen viel zu lang.